Also die krassesten No-Gos für DJs, gerade für mobile DJs, ist natürlich einmal auch das Äußerliche. Man muss als DJ auch ein bisschen was darstellen. Also man kann jetzt nicht irgendwie mit Jogginghose oder so auf eine Hochzeit gehen. Das sollte klar sein eigentlich. Und dennoch sehe ich das immer mal wieder auf Bildern oder mir erzählt es immer mal wieder jemand, dass das passiert. Also das geht wirklich gar nicht. Ja, auch Aufbau vom DJ-Setup bei der Technik. Da muss man einfach auch drauf achten, dass das gut aussieht. Ja, also ich habe schon DJ-Aufbauten gesehen, die haben eher so einem Messestand geähnelt und das auf einer Hochzeit ist einfach fehl am Platz, wenn ich hier irgendwie neongelbe Roll-Ups hochziehe, wo mein Name drauf steht. All das habe ich schon gesehen. Das geht einfach nicht. Das ist ein No-Go. Macht man nicht. Gleiches ist auch, wenn die Braut zum DJ kommt und sich einen Song wünscht. Oder der Bräutigam. Stellt euch einfach vor, das ist der Kunde, der euch bezahlt. Ja? Da kannst du nicht einfach Nein sagen oder sagen, ich spiele den Song nicht. Das geht nicht. Ja? Sei denn, du hast den wirklich nicht. Aber dann sagst du ja auch nicht Nein, sondern du sagst, sorry, ich habe den Song leider nicht. Ja? Also auch ein No-Go, irgendwie Musikwünsche als Hochzeits-DJ vom Brautpaar nicht zu erfüllen, finde ich, geht gar nicht. Auch auf einem Geburtstag, wenn jetzt das Geburtstagskind kommt und sich ein Lied wünscht, da sollte ich als DJ eigentlich alles dafür tun, dass man diesen Song irgendwie einen Wunsch auch erfüllen kann. Weitere Sache, die ich finde sehr, sehr schwierig und kritisch ist, sind DJs, die halt einfach ihr Ding durchziehen und nicht das Publikum lesen. Und das Traurige dabei ist, dass es halt oft so ist, dass die Kollegen denen das gar nicht so bewusst ist, dass sie das tun. Finde ich auch sehr, sehr kritisch. Also wenn ich als Hochzeits-DJ, als Mobil-DJ unterwegs bin, dann kommen die Gäste nicht wegen mir als DJ, sondern wegen dem Brautpaar oder wegen dem Geburtstagskind oder wegen irgendwas anderem. Aber die kommen ja nicht wegen mir. Ich heiße nicht David Guetta. Das heißt, ich muss als DJ das Publikum lesen. Ich muss mit dem Publikum spielen und die Musik spielen, die gerade für den Moment angebracht ist. Und da muss ich einfach auch ein bisschen Gefühl, Erfahrung natürlich dafür haben, aber auch offen dafür sein. Und ich beobachte es immer wieder, dass DJs diese Offenheit einfach auch gar nicht haben, sondern einfach ihr Ding durchziehen und sich dann wundern, dass keine Partystimmung kommt. Ja, das ist für mich ein No-Go. Wenn ich das machen möchte, dann muss ich irgendwie Club-DJ werden und muss dann in einem Club spielen, in dem auch einfach nur meine Musik läuft. Dann ist das überhaupt kein Thema, aber auf einer Hochzeit und so mobilen Veranstaltungen hat es meiner Meinung nach nichts zu suchen.